meins ist erstmal fertig. Ich finde es total cool. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben jetzt hier einen Bilderrahmen und den würde ich gerne mit euch gemeinsam upcyclen heute. Das bedeutet, dass wir den uns ein bisschen cooler gestalten und vor allem eine andere Funktion ein bisschen draus machen. Und zwar, dass man den aufhängen kann und dann schöne eigene Erinnerungsfotos, Polaroid-Bilder oder was auch immer da reinhängen kann. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das ist einfach hier so ein Rahmen. Ich nehme jetzt mal hinten diese Platte raus. Ich glaube, das lege ich mal zur Seite, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Das kann man dann machen, wie man mag. Also man kann sich letztendlich, wenn man möchte, kann man danach auch noch so eine Wand hinten reinmachen. Aber ich glaube, ich mag das sogar nur einfach offen haben, weil dann kann ich einfach jederzeit die Bilder dann auch tauschen und wechseln. So, das ist mein Rahmen. Ich würde gerne was ausprobieren und zwar den so ein kleines bisschen zu bemalen und dann mit einem Schleifpapier an Teilen wieder abzuschleifen. Also so bisschen wie so ein Retro-Stil. Ich würde jetzt sagen, weil das so ein Dekoartikel ist, reicht eigentlich Acrylfarbe aus. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich habe mir hier auch so eine Unterlage drunter, also es ist vielleicht auch ganz gut, wenn ihr nicht euren Tisch versaut. So. Ich nehme gar nicht so viel Farbe, damit es nicht so dick wird. Und versuche gleich schon in der Richtung der Maserung zu malen, ein bisschen. So, ich glaube, das reicht mir. Jetzt wäre es gut, wenn ihr das Ganze kurz trocknen lasst. Da meins Acrylfarbe ist, braucht es gar nicht lange, glaube ich. Einfach mal kurz warten. Jetzt kommt mir noch was hier, den Rand nehme ich auch noch mit, damit es, wenn man von der Seite drauf guckt, auch schön aussieht. Ich habe die Farbe ja sehr dünn, das heißt, das sollte ziemlich schnell trocknen. Ich habe hier ein Schleifpapier, ist jetzt ein 80er Schleifpapier, ist aber ziemlich egal. Kein zu grobes würde ich nehmen oder kommt natürlich immer darauf an, wie auch euer Holz ist oder euer Rahmen. Ich habe hier so einen einfachen Holzklotz, braucht es aber auch nicht. Man kann es auch, vielleicht probiere ich es sogar erstmal ohne. So, jetzt fange ich hier oben mal an, an so ein paar Stellen zu schleifen. Ich glaube, viel will ich aber gar nicht, weil der kommt dann wieder so wahnsinnig hell hier durch. Ihr seht ja, hier von hinten ist er auch hell. Also es war ja ursprünglich helles Holz, was einfach auch dunkel lasiert wurde mit irgendeinem Holzöl wahrscheinlich. Oder Holzfarbe. So. Jetzt mache ich noch mit einem Klotz, probiere ich mal. Der Klotz ist eigentlich nur dafür da, dass es dann gerade ist, wenn man eine sehr ebene Oberfläche hat. Hat auf jeden Fall jetzt schon mal eine andere Optik als vorhin. Und jetzt spanne ich hier Schnüre rein, also von hier hinten. Und dann habe ich hier so kleine Mini-Wäscheklammern. Sind wirklich ganz, ganz klein, gibt auch noch eine Zwischengröße zu so ganz großen. Ihr könnt auch große nehmen. Ich finde, die kleinen sind ganz cool, wenn man, gerade wenn man kleine Bilder aufhängt. So, dann ich schau mal, dass mir hier die Staubreste weg sind. Und ich habe mir als Faden hier auch, ich finde, es passt ganz gut zu dem Rustikalen, dass es so was Natürliches ist, so ein Garn hier geholt. Und könnt ihr natürlich überlegen, ob ihr die Schnüre so spannt oder ob ihr den Bilderrahmen so aufhängen wollt. Ich mache jetzt mal so, weil da haben ein bisschen mehr Bilder dann Platz, wenn sie kleiner sind. Und dann schaue ich einfach, dass es natürlich lang genug ist. Lieber ein kleines Stück länger als der Rahmen ist. Ihr könnt es ja kürzen jederzeit. Wahrscheinlich sind sie jetzt eh viel zu lang. 3. So,
Und zwar, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ihr das jetzt hier hinten befestigen könnt. Auf jeden Fall wichtig, hinten befestigen, sonst sieht man es ja. Das sieht nicht so schön aus, wenn es vorne ist. Ihr könnt es zum Beispiel mit Heißkleber machen, geht aber auch noch viel einfacher, gerade wenn es so ein Holzrahmen ist. Ich mache das jetzt einfach so, ich habe so ausgeleert, so Reißzwecken. Und da das hinten Holz ist, kann ich die einfach dann so reinpinnen. Und wichtig dabei, das ist ja so ein Garn, der würde wieder rausrutschen. Das heißt, ich mache mir hinten einfach einen Knoten rein. So. Einfach einen kleinen ganz ans Ende. Geht nur darum, dass ihr dann an dieser Stelle dahinter diese Pinnnadel einstechen könnt. Und dann dadurch, dass da der Knoten ist, kann das nicht mehr rausrutschen. Das ist die einzige Funktion von diesem Knoten. So. Deshalb auch lang genug machen. Dann schaue ich jetzt mal, wo will ich denn oben und unten haben? Ich glaube fast so rum. Das ist oben so. Und das heißt, die oberste Reihe kann ja ziemlich weit oben sein, weil drüber hängt ja nichts. Und dann mache ich mir einfach hier in den Rand rein diese Reißzwecke. So. Jetzt habe ich schon mal hier. Zeig mal hier. So ist die jetzt hier einfach festgemacht. Auf der anderen Seite dann genauso. Ihr könnt es entweder ganz stramm machen oder halt so ein klein wenig durchhängen lassen. Finde ich eigentlich ganz cool. Und dann mache ich das wieder so, dass ich ungefähr mir überlege, wie weit es sein soll. Also wie stark ich es gespannt haben will. Und das ist jetzt das Einzige, dass ihr da wirklich darauf achten müsst, dass ihr dann genau an die Stelle, wo ihr das haben wollt, dann den Knoten macht. So, vielleicht sogar nicht ganz festziehen und dann nochmal prüfen, dass es dahinter dann ist. So, und dann ziehe ich es fest und nehme mir wieder eine Reißzwecke. Schaut, dass es auf gleicher Höhe ist wie auf der anderen Seite, sonst habt ihr es schief. So, und wieder festdrücken. So, erste Schnur ist gespannt, die schneide ich dann hier ab. Wie viele Reihen ihr davon macht, das hängt davon ab, was für Fotos ihr habt oder was ihr da reinhängen wollt. Wenn ihr so ganz große Fotos habt, reichen euch vielleicht sogar 2 Reihen. Dann passen aber auch nur ungefähr 4 Bilder rein. Oder ihr habt halt so ganz kleine Polaroids oder vielleicht auch irgendwelche Erinnerungskarten oder was auch immer. Oder druckt euch kleinere Fotos aus. Und dann mache ich ihn wieder einfach hier wieder fest. Kann man ja auch jederzeit nochmal verrücken, wenn es nicht passen sollte. So. Wieder ungefähr hier den Knoten. So, dann drehe ich es einmal so und schneide mir diese Enden einmal ab. Von der anderen Seite auch, nur dass sie nicht noch sichtbar sind. Und viel mehr braucht es gar nicht erstmal. Natürlich schöne Fotos oder schöne Erinnerungen. Ich habe hier mal ein paar als Beispiele. So, jetzt habe ich hier einfach so ein paar Bilder, die ich einfach mal reinhänge. Für Polaroid-Bilder könnte man fast noch mehr reinmachen, wenn man jetzt so viele kleine hat. So. Ich hänge jetzt einfach mal ein paar hier rein. Das ist nur ein Beispiel. So, jetzt fehlen mir noch 2 Bilder oder so ungefähr. Ich glaube, da unten mache ich noch was hin. Ihr könnt es euch auch gerne so zuschneiden. Ich glaube, das ist auch ganz cool, wenn ihr einfach verschiedene Größen von was dabei habt. So, mache ich da noch eins hin und hier oben auf jeden Fall noch eines. So, ich glaube, das war es erstmal. Jetzt schaue ich mal, dass die alle schön hängen. So, also meins ist erstmal fertig. Ich finde es total cool,
Man kann so viel damit machen. Also ihr könnt es machen als Memory Board oder so, aber auch zum Beispiel für Notizen. Also es kann auch eine To-Do-Liste oder so, könnt ihr euch da reinhängen. Sieht auf jeden Fall viel schöner aus, als wenn ihr irgendwie so einen Schmierzettel an die Wand hängt. Oder ja, Kinotickets, was weiß ich, wenn ihr mal auf einem Festival wart. Ich finde es so cool, weil man es eben so schnell auch wechseln kann, gerade wenn man es so offen lässt. Und es ist individuell. Ihr habt es selber gemacht. Das ist was, was kein anderer so hat. Und es ist ein richtiger Hingucker, finde ich. Wir sind am Ende dieses Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, auch wenn ihr selber irgendwie sowas nachgebastelt habt oder so. Oder wofür ihr so ein Board benutzen würdet. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, solche Art von Videos, so Do-It-Yourself, Upcycling, es kommen noch sehr viel mehr Videos, abonniert gerne meinen Kanal und bleibt irgendwie dran. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Bleibt schön kreativ und wir sehen uns im nächsten Video.